Moin, moin. Ich wollte eigentlich gar nicht lange reden und direkt die Drohne einfach mal losschicken, aber natürlich möchte ich eine kleine Instruktion geben, was ich gemacht habe. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, wir haben es jetzt hier 2:30. Genau, ich war eben gerade noch mal eben am Hof und dann habe ich mich hier dem Einfahren von der Kontur gewidmet und da hatte ich das ja schon in der letzten Folge gezeigt oder gesagt, worauf ich da achten möchte. Jetzt mal eben Vorgewende achten, hier ins Inching gehen, zack, aus dem Kurs raus und ausheben. Im Inching fahren wir ein bisschen langsamer hier durch. Zack, wieder in die Spur. Abfahrt. So, 16, 17 km/h, da kannst du das schön reindrücken. Ganz entspannte Arbeit, muss man sagen. Abs geht hier rein, wer in der letzten Folge eventuell nicht aufgepasst hat oder erst heute neu dazukommt, herzlich willkommen natürlich auf dem Kanal, bei uns auf dem Projekt Münsterland auf der Landersum. Genau, ich habe den Kurs orientiert an dieser Außenbahn und da bin ich eben, ja, da wo jetzt der zweite Spieler hier ist, ungefähr hier ist so eine kleine Ausbuchtung, ein kleiner Bauch, sage ich mal, da habe ich den A-Punkt gesetzt. Und ganz am Ende den B-Punkt. Und das natürlich ohne am Geländewinkel zu orientieren, sondern ohne Geländewinkel. Und dementsprechend ist die, wird die Fahrgasse dann hier parallel zu der Außenbahn sein. Was ich aber allerdings nochmal machen werde, oder beziehungsweise wie ich das gemacht habe, ist, dass ich die mit der fünften Bahn angefangen habe. Links daneben wäre dann die Fahrgasse und die habe ich aber deshalb freigelassen, weil ich ja am Ende die Kontur manuell einfahren werde, damit man eben diesen Bauch, beziehungsweise, ja, also Bauch, hoffe ihr könnt mir folgen, was ich meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich will natürlich die Fahrgasse hier an der Außenbahn anpassen und da die nicht ganz exakt gerade ist, fahre ich hier jetzt nicht stumpf den GPS-Kurs hoch runter, sondern werde am Ende diese Kontur fahren und dann wird die Fahrgasse rundherum eben auch die originale Feldrandkontur bekommen. Somit habe ich jetzt aber eben schon mal den Kurs so fürs Innere angelegt, dass wir auf jeden Fall nachher flächendeckend spritzen können. Dann ist es nochmal zur Erklärung auch, warum ich jetzt die Fahrgasse rechts oder eine übersprungen und dann rechts davon, die habe ich freigelassen, weil da jetzt die Fahrgasse gleich reingelegt wird, sozusagen, also die sogenannte Vorauflaufsmarkierung. Die können wir jetzt gerne mal gleich zusammen reinfahren. Genau, ich versuche eben das Vorgewende oder meine Wendemanöver eben ein bisschen größer zu halten, da ich den GPS-Kurs ja dabei habe, ist das auch total entspannt. Und man kann hier eben, oder hat massiv viel Platz und mit dieser Drille sind eigentlich das meiste, was Zeit frisst, sind eben, ist das Vorgewende. Ansonsten ist die Hektarleistung damit eben schon enorm viel größer als mit unserer alten Drillkombination. Jo, genau, wie das Ganze von außen aussieht, würde ich jetzt einfach mal mit der Drohne einfangen und da könnt ihr dann eben auch die Fahrgassen sehen, die da jetzt erkennbar werden. Und ja, generell, wie dieses Gespann dann auch aussieht. Dicke Pelle habt ihr ja draußen schon gesehen. Haben wir drauf. 900er Reifen sind das. Das sind ursprünglich Reifen, die normalerweise für Drescher, Erntemaschinen, Hexer etc. Gebaut sind. Oder ja, produziert werden, sage ich mal. Ein bisschen zweckentfremdet auf einem Schlepper, aber so man eben extrem viel Auflagefläche hat, auch noch mal extrem viel Gummi, so dass man auch noch mal Druck ablassen kann und somit noch mal ein bisschen mehr Grip hat und eben ja in der Bodenschonung, sage ich mal, schon Höchstmaß erreicht, beziehungsweise eben Höchstmaß kurz vor einer Halbraupe oder einer Raupe, die man dann dafür bräuchte, um eben noch bodenschonender zu sein. So. Tatsächlich, ihr seht schon links die Fahrgasse, die ist jetzt ein bisschen heller zu erkennen schon. Das ist die Vorauflaufsmarkierung, die da dann eben eingespart wurde. Und das Ganze könnte man sich jetzt auch mal hier immer auf der Karte angucken. Da müssten wir in... Nee, hier sehen wir das nicht. Auf der Ober... normalerweise sieht man das dann eben hier.
das Gegrubbert wegnehmen. Und vielleicht das Wachstum? Nee. Aber ich denke, die Fahrgassen werden am Ende auf jeden Fall ein schickes Netz ergeben und hoffentlich auch funktional ohne Probleme sein. Das werden wir dann allerdings erst sehen, wenn wir mit der Güllemaschine, mit Höfmöllering, mit der Güllefass durch den Bestand fahren werden. Ja, das wird irgendwann später in einem Video, vielleicht in einem Livestream sein. Heute wird es leider kein Livestream mehr geben. Ich werde mich hier so ein bisschen konzentrieren, eben den Raps hier reinzubringen. Wir haben auch noch andere Flächen, die noch gemacht werden müssen. Und das hat jetzt erstmal Vorrang. Ein paar Dinge, die noch intern zu klären sind am Hof. Genau. Und von daher würde ich mich auch schon verabschieden, aber euch natürlich noch die Luftbilder, Aufnahmen mit der Drohne hinterher liefern und wünsche euch dabei ganz viel Spaß und danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. We'll be right back.